Ein neues Gesicht rast über den Platz beim SV Waldhof Mannheim. Er soll in der Offensive für Torgefahr sorgen. Sein Name Minos Guras. Ich bin hierher gekommen, ich wurde einfach aufgenommen, als hätte ich schon mal dort gespielt. Wie so eine kleine Familie ist das. Ja, ist einfach wieder Heimat sozusagen. Der 25-Jährige lief zuletzt für den Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg auf. Zuvor war er beim 1. FC Saarbrücken aktiv. Seine Bilanz im Saarland: 57 Drittligaspiele, 13 Tore, 7 Vorlagen. Den Schritt in die dritte Liga sieht der gebürtige Speyerer nicht als Rückschritt. Ich will einfach wieder zur alten Stärke zurückkommen, wie ich in Saarbrücken gespielt habe, mit dem Team zusammen. Ich will mit dem Team Ziele erreichen und einfach, ja, meine Familie wohnt hier, ist in der Nähe. Ich brauche eine halbe Stunde bis hierher und das war der ausschlaggebende Punkt. Die Entfernung zu seiner Familie war vor allem in Regensburg ein großes Problem für Guras. Fast 4 Stunden Autofahrt lagen zwischen ihm, seinen Eltern und Geschwistern. Jetzt fährt er nach dem Training gemütlich zu seinem Heimatort Rödersheim-Gronau, vorbei an seinem Jugendverein TuS Gronau. Dort, wo alles begann. Als er 4 Jahre alt ist, fängt er dort mit dem Fußballspielen an. Sein wohl wichtigster Wegbegleiter, Jürgen Nachtmann. Der ehemalige Trainer wird auf Guras aufmerksam, erkennt sein Potenzial, fördert ihn. Er hat mir viel beigebracht, die ganzen Tricks, die ganzen, ja, wie man sich eigentlich als Profi verhalten sollte, hat schon eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Auch an die 3 wichtigsten Eigenschaften, die Nachtmann ihm beigebracht hat, erinnert sich Guras noch gut. Ehrgeizig, Spaß am Fußball zu haben und der Wille. Für ihn war Nachtmann wie ein zweiter Vater. Der Vater, der ihm das Fußballspielen beigebracht hat. 2013 stirbt er nach schwerer Krankheit. Natürlich war ich tief traurig und habe dann auch geweint bei seiner Beerdigung und alles und war halt schon emotional dabei. Ja, aber im Endeffekt konnte ich jetzt nicht so die Situation einschätzen, was da vor sich ging. Seine Eltern versuchen ihm in dieser Zeit beizustehen und helfen ihm, mit dem Tod seines Trainers umzugehen. Nachtmann hat den Grundstein für die Karriere des Pfälzers gelegt, ihn auf das Profileben vorbereitet. Als der SVW ihm ein Angebot unterbreitet, überlegt Guras nicht lange und trifft schnell eine Entscheidung. Ja, 4, 5 Tage habe ich mir ein bisschen den Kopf drüber zerbrochen und ja, habe ich mir gedacht, so nein, das ist einfach die einmalige Chance, wo ich nutzen kann, hierher zu kommen, wieder in der Heimat zu sein, hier Fußball zu spielen, hier Spaß wieder zu haben am Fußball. Ich fühle mich auch richtig wohl hier. Die Leute hier dort, die haben mich richtig aufgenommen, die Mannschaft auch selbst. Ja, wie gesagt, als hätte ich schon mal hier gespielt und bin wieder zurückgekommen. Zurück in die Heimat, zurück auf dem Fußballplatz. Anfang August ist es dann soweit. Minos Guras im ersten Ligaspiel für den SVW. Der Gegner 1860 München. Ja.